Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Parkasaurus am Simulation Sunday. Ja. Ja, es gibt einen neuen Tag. Ich weiß aber allerdings überhaupt noch nicht, wie lange meine Kanalstruktur so bleibt, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe jetzt dieses Gelände hier gebaut, Gehege, für die Neuen. Und sie brauchen auch nicht mehr lange zu schlüpfen. Wir beschleunigen das Ganze. Ich habe mittlerweile auch ein bisschen Geld. Zum Glück. Ja, wir werden sie auf jeden Fall auf Geschwindigkeit. Die sind alle so langsam. Das ist. Ihr glaubt es gar nicht, wie langsam die sind. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht gespielt, da ich urlaubsbedingt ziemlich viel vorproduziert hatte. Deshalb muss ich ganz kurz erstmal wieder gucken, was wir hier alles so gemacht haben. Ja, aber das sieht doch alles ganz gut aus. Ich weiß noch, dass unsere Dinos mehr Unterstände bräuchten, ne? Die waren alle nicht so damit einverstanden, dass sie keinen Rückzugsort haben. Deshalb nämlich werden wir hier noch etwas bauen, damit es unseren Dinos besser geht. Auch sie bekommen noch, ich glaube, die haben dann jetzt 3. Das sollte erstmal reichen. Denn die Unterschlüpfe sind ja auch nicht ganz so billig. So. Auch 3. Und sie haben nur einen. Gut. Dieses Gelände wird ohnehin zu klein. Ja, genau, das machen wir so. Ich könnte eventuell, wurde mir mal vorgeschlagen, ich könnte Gehege versuchen zusammenzulegen. Also sprich Dinosaurier zusammenlegen, Pflanzenfresser. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich weiß halt nicht, wer sich mit wem verträgt, aber gut, das werden wir herausfinden. Wir gucken uns einfach mal die Neuen an. Hallo! Hallo, Littlefoot! Gleich mal eingeschlafen, oder wie? So. Hallo! Was sagt ihr? Wie geht's euch? Okay. Unterhaltung. Ja gut, das bekommen wir hin. Mehr Boden, kachendes Gelände, Sand. Sand wollen die? Okay. Ich glaube, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo war das nochmal da? Sand. Ehrlich, ihr wollt Sand? Ja gut, ich meine, ich bin ja jetzt kein Unmensch. Und ich gebe euch gerne Sand. Vielleicht hier so? Können wir einfach einen Bereich rein Sand machen? Habe ich jetzt kein Problem damit. Och. Das lief ja wieder ganz toll hier. Ah, okay. Der Fahnen, der mag das. Machen wir so? Auch nicht? War das Matsche? Oh, das war Matsch. Dann werden wir hier einfach Matsch lassen. Kein Problem. Wie sieht's jetzt mit euch aus? Wollen die rein ins, wollen die ein reines Sandgehege? Habe ich alles falsch gemacht hier für euch? Sagt mal ehrlich. Ich brauche eine Unterhaltung für euch, ne? Das. Und einen Unterschlupf. Haben wir überhaupt schon? Oh, wir haben für große Dinos keinen Unterschlupf. Ei, da, nein, das ist nicht gut. Einen Kürbis und eine Schlammgrube. Dinosaurierdusche. Dinosaurierdusche ist cool. Ja, dann habe ich generell die falschen Bäume und alles hier, ne? Wenn ihr alles nur Sand wollt.
das ist nicht so gut. Ich habe mir hier so viel Mühe für euer Gehege gegeben. Und ihr wollt das so nicht. Okay. Na? Wir können es nicht ändern. Alles offline schön gebaut hier. Die Herrschaften sind nicht zufrieden. So mag ich das gern. Ich werde jetzt dann übrigens öfter mal Sachen auf, ich denke mal, YouTube streamen, weil ich nicht mehr ganz so viel Zeit leider habe. Und dann kann man das auch alles zusammen machen. Denn, ja, wenn man aufnimmt, dann schneidet man doch immer einiges raus. Und beim Streamen kann man das alles mit alles zusammen machen. Und jeder kann sagen, was er gerne hätte. Und ja, ich glaube, das fände ich ganz cool. Ja, also sie sind jetzt 45% zufrieden. Sie haben Hunger. Hunger ist immer dieses Problem, weil ich weiß nicht, warum uns die das nicht befüllen. Was ist da los? Vielleicht sollten wir mehr Tore machen. Da ist eh. Und dann noch für die Pflanzenfresser. In großer, genau. So, da müssen sie auch nicht weit hingehen. Und hier kommen Baumblätter rein. Vielleicht sollte ich auch noch mal einen Veterinär einstellen. Ich weiß es ja nicht. Es ist Wahnsinn, aber die kommen einfach nicht hinterher. Ja, so ein Level 3. Das ist cool, den nehmen wir. Ich hoffe, dass das jetzt dann alles ein bisschen besser wird hier, ne? So kann es ja nicht mehr weitergehen. Ja, und ihr habt halt wirklich viel zu wenig Gehege. Das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Das ist viel zu klein. Okay, sie sind aber eigentlich zufrieden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Tundra. Ja, das können wir alle. Oh, wieso weinst du? Was ist denn? Ach so, weil er krank ist. Und Privatsphäre, hallo. Unterschlüpfe. Na, wie viel wollt ihr denn noch haben? Ja. Dann wäre es an der Zeit, dass wir ja den ersten kleinen Fleischfresser freischalten. Puh. Das heißt, es wird langsam aber sicher spannend. Ach so, jetzt hat er wieder. Ja, gut, okay. Wir machen noch einmal. Wie gesagt, ich muss erst wieder reinkommen. Das war ich jetzt zu schnell. Ich würde sagen, ich lasse die kurz mal erforschen und bin dann gleich wieder da. Oder? Bis gleich, ja. Da bin ich wieder. Also, wir haben ein kleines Problem. Unsere Littlefoots sind ein bisschen hungrig irgendwie. Ich hatte kein Geld mehr. Okay, jetzt füllt er auf. Passt. Ich habe auch schon angefangen, das Gehege zu bauen. Sie wollen ein Wüstengehege. Hatten wir noch nie. Sehr interessant. Ah. Unzureichende Mittel. Ja, guckt mal, wie teuer das ist. Guckt euch mal. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ganz ehrlich. Das will alles keine Wüste haben. Ist ja logisch, ne? Wir haben. Ja, es ist unglaublich.
Ich muss warten, bis wir Geld haben. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ich muss euch kurz dazu holen. Guckt mal mein Essen an. Die essen, das ist doch nicht normal. Warum essen die so? Das war doch zuvor nicht so. Leute, die essen mir die Haare vom Kopf. So viel kann ich nie einnehmen, wie die essen wollen. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Weile brauchen, bis wir wieder ins Plus kommen. Als ich die Aufnahme begonnen habe, hatten wir 8000. Und jetzt sind wir nur vom Minus geplagt. Das heißt, wenn der neue Tag kommt, dann ist es ja schon wieder fast alles verbraucht. Denn, ja, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Wir sollten dieses Gehege fertig bekommen, damit wir endlich Fleischfresser-Dinos haben. Was mache ich da nur mit den kleinen Dinos? Die ganze Zeit ploppt auf. Der ist hungrig, der ist hungrig, der ist hungrig. Was haben sie hier eigentlich über den Kopf? 1, 2, 3, was hat das mit diesen Bubbles auf sich? Lass mich mal sehen. Geht nach Hause, okay. Hunger. Hunger, ja. Hallo, da und so. Da, seht, kein Futter. Wir haben einfach nichts zu essen für die armen Dinos. Aber jetzt gleich. Jetzt gleich werden wir erstmal Essen bestellen. Können wir leider noch nicht. Also Essen ist wichtiger. Schau mal, ich bekomme eine Lieferung täglich, die anscheinend einfach nicht reicht. Ich hatte mal so viel Überschuss an Essen. Wie viel wollen die denn? Wie viel ist denn so ein Dino? Ja. Das ist... bin nicht begeistert von dem, was die hier machen. Okay. Bauen wir hier entlang gleich mal den Weg. Genau. Ich würde sagen, das kann man so machen, ne? Sand ist ja mehr oder weniger drin. Noch nicht ganz. Unbekannt hat einen Dieb gefangen. Alles klar. Wie bekommen wir als ein wüstiges Terrain? Akazie. Okay. Ist cool. Endlich mal wieder was Neues. Ich werde hier wahrscheinlich das alles wegreißen, ne? Benötigt Matsch. Ja, Matsch kann ich jetzt nicht unbedingt dienen. Wir haben hier kein Matsch in der Nähe. Komm her, lass dich anklicken, kleiner Baum. Mit Abrissfunktion bitte. Ja, sag da mal. Ich will das zerstören? Warum geht das jetzt nicht? Jetzt haben die schon wieder kein Futter. Okay. Ich muss sagen, langsam wird das richtig stressig, dieses Spiel. Am Anfang so, ja, schön dahingegangen. Aber mittlerweile ist es echt. Warum kann ich denn das jetzt nicht abreißen? Ich nehme hier Gegenstand entfernen. Ja, geht doch. Den auch, bitte. Und den. Und den. Sieh dir mal. Oh. Ist das nicht herrlich? Und so ein... Och nee, da ist noch. Das habe ich nicht gesehen. Was ist da? Manchmal gar nicht so einfach, das hier alles anzuklicken. Ach, da ist der Baum dahinter. Ja, da kann ich ihn nicht sehen, ne? Da kann das nicht funktionieren.
Dürfte mir mal beim schönen Gehegebau zusehen. Ich das nun mal immer so schön mache. Oh je. Da kommen einige Felsen rein, wie ich sehe. Felsen ist jetzt nicht unbedingt das, was mir am besten gefällt. Aber gut, in der Wüste hat es halt nicht so viele Bäume. Oh, wir werden hier auf jeden Fall so ein kleines Palmengebiet machen. Palme. Kleine Kokospalme. Wird so ein richtig schöner. Eine Akazie. Okay. Diese Palme. Hier noch. Ja, okay. Dann haben wir die Büsche. Was haben wir hier? Ah, Hasenohren. Was sind denn Hasenohren? Sieht das gut aus? Das sieht halt wirklich aus wie Hasenohren, ne? Ziemlich süß aus. Da kann man einiges machen. Oh, Kaktus. Das ist ein Kaktus, das ist cool. Da werde ich einfach ein paar platzieren. Ist zwar nicht so schön dann mit Gießen und allem, aber gut. Kaktus steht halt nicht unbedingt im Rudel. Und ein immergrüner Strauch, den will ich hier. Der rottet sich hier im Eck zusammen. Perfekt. Ja, kein Essen. Ich kann halt dazu auch nicht so viel machen, ne? Liebe Leute, ich kann nicht so viel machen. Warten wir mal ganz kurz, bis der Pack schließt. Und dann machen wir das Gelände fertig. Ja, langsam bekommen wir auch wieder etwas Geld. Das ist doch herrlich, oder? So. Felsen, Inselberg. Was ist ein Insel? Okay, ich dachte jetzt, was der ist. Größer. Sandstein. Ja, enttäuscht mich hier ein bisschen. Der Inselberg. Ja, gut. Dann würde ich sagen, mache ich das jetzt soweit fertig. Bis hier alles passt. Und in der nächsten Folge könnt ihr euch dann das ansehen und wir haben vielleicht sogar schon die ersten Dino-Eier gekriegt. Aber jetzt muss ich mich erstmal um die anderen Dinos kümmern, dass die genug zu essen haben und dann kommen die neuen. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, was ist denn nun los? Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss. I love you. Bye-bye.